Wollen wir sie mal vorsichtshalber durchschmeißen? Damit wir sie ihm zeigen können. Dann haben wir die komplette Rüstung. Fast zu schön, um wahr zu sein, hä? Haben wir alles eigentlich geschafft, bis auf die... Wir probieren es mal kurz so. Ja, hier ist alles. Nehmt das. Jetzt können wir sie ihm natürlich nicht zeigen. Zwanghälfte zusammengefügt. Oh, wirklich eine enorme Leistung. Geschlossener Helm ID 5. Okay. Gehen wir nochmal runter. Ja, ich hätte gerne meine Sachen wieder. Danke. Jetzt ist der Harnisch angelegt. Na gut, dann nehme ich immer den Drachenharnisch. Dann gehen wir nochmal runter zu dem und lassen uns nochmal identifizieren. Den Helm. Den Drachenhelm. Dann gucken wir uns die Werte von dem an. Das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Wir haben selbst die Drachenrüstung jetzt. Hat. Wir haben die Leggy. Wir haben das. Wir haben eine Leggy. Wir haben das legendäre Amulett jetzt. Hat. Wir haben die Klinge des Chaos. Gut, die habe ich immer. Haben wir echt. Ja, du kannst ja auch identifizieren. Ich muss nur identifizieren lassen. Oh, guck mal hier. Mach mal den geschlossenen Helm hier. Danke. Und jetzt reparier mir das Zeug. 15.000 Goldmünzen brauche ich zum Reparieren. Ist auch nicht dein fucking Ernst, ey. Wir lassen auch alles gleich mal durchreparieren. Hast du Gold? Ich müsste so ein bisschen Gold haben, aber 19.000 Gold, das ist in Ordnung. Nimm den. Zwergenplattenrüstung. Ja gut, den Helm müssen wir nicht abkaufen können. Dann haben wir jetzt die komplette Drachenrüstung. Besser kann es doch gar nicht mehr sein. Was wollt ihr? Was wollen wir denn noch? Die gesamte Drachenrüstung. Nice! Ach, habe ich den Helm jetzt angelegt? Den habe ich ja noch nicht angelegt. Was geht hier vor? Der Brustpanzer der Drachenrüstung, den ich trage, hat sich irgendwie verändert. Was? Wie wunderbar. Elementarschlag gelernt. Ich habe Erfahrungspunkte und was weiß ich gekriegt. Und er hat sich verändert? Ich hätte ihn fast nicht... Lebensinstinkt 1. Schade, dass es keine... Drachen... Ja gut, Drachen. Okay. Ich weiß nicht, was das Weiße da ist. Aber nice! Kann mich nicht beschweren. Killer-Dinger haben wir jetzt dabei. Genau. Und wir gehen jetzt zum Rat der Sieben. Im Rat der Sieben. Wo waren denn die Schalen? Hier waren die Schalen. Trinke ich mich einmal hier voll. Hä? Habe ich keinen Mana gekriegt? Jetzt speichern wir hier. Wir haben alle zusammengeholt. Mit dem Segnungsritual beginnen. Wir reden nochmal mit dem Zwergen. Mit ihm. Ehrwürdige Mitglieder des Rates. Wir haben uns zusammengefunden,
um gemeinsam ein Ritual zu vollziehen, das seit 2000 Jahren nicht mehr stattgefunden hat. Die finsteren Zeiten, von denen die Prophezeiung des Räuben Ferol spricht, sind angebrochen. Unsere einzige Hoffnung ruht auf diesem Gezeichneten, der uns unter großen Mühen zusammengeführt hat. Janus, der Sohn des alten Herzogs, hat ein altes Artefakt gefunden. Das Schwert der Lügen. In dieser Waffe verbirgt sich ein kleiner Teil der Seele unseres gemeinsamen Feindes, des Herrn des Chaos. Ich bin mir sicher, dass dieser üble Splitter Besitz von der schwachen Seele des Herzogs Janus ergriffen und sie verzehrt hat. Der Schwarze Ring wartet schon seit Jahrhunderten auf einen so großartigen Verbündeten. Noch jetzt umschwirren sie Janus wie Fliegen ein Stück Aas. So beschützen sie ihren größten Hoffnungsträger für den Sieg. Mit Krieg, Zwietracht und Chaos hat der Schwarze Ring den dämonischen Geist in Janus' unheiligem Schwert ernährt. Bald schon wird der Geist des Chaos im Schwert der Lügen stark genug sein, ein Tor zur Hölle zu öffnen. Dann wird er sich hier in Revellon mit dem abgetrennten Seelenteil des Herrn des Chaos vereinen. Niemand kann sich vorstellen, welche Folgen dieser Sieg hätte. Der beste Fall wäre noch, wenn wir alle von den Heerscharen der Hölle gefangen genommen und versklavt werden würden. Im schlimmsten Fall würde die ganze Welt zu der endlosen, sternenlosen Nacht des Urchaos zurückkehren, das vor der Ankunft der Götter herrschte. Ich bitte diesen Rat nun, den Gezeichneten in das Land der Toten zu senden, so wie es das göttliche Ritual der Beschwörung verlangt. Wir können nur hoffen, dass der Gezeichnete für würdig befunden und als der Göttliche zu uns zurückkehren wird. Sind alle Mitglieder des Rates hiermit einverstanden? Ja, Sandalor. Es muss getan werden, wenn wir die Welt retten wollen. Wenn das Leben des Patienten auf dem Spiel steht, darf der Arzt auch nicht vor äußersten Maßnahmen zurückschrecken. Ich stimme im Namen der Menschen zu. Psst, ich verneige mich vor eurem Mut, Gezeichneter. Ich stimme im Namen des Echsenvolkes zu. Flix, flux, flax, das wird bestimmt lustig werden. Zacks, ich stimme im Namen aller Imps zu. Die Elfen haben in die Seele des Gezeichneten geblickt und fanden einen kriegerischen Geist und ein Herz voll des Friedens. Ein solches Wesen muss für uns alle sprechen. Ihr habt meine volle Zustimmung im Namen der Elfen. Nach allem, was der Gezeichnete für uns Zwerge getan hat, würden wir sogar dem Zwergenbier abschwören, wenn er es von uns verlangte. Bei Duna und im Namen der Zwerge, ich stimme zu. Kroxy und alle Orks mit gutem Geschmack und Ehre stehen hinter Gezeichneter. Ich stimme zu, im Namen der Orks. So sei es denn. Als Vertreter aller magischen Wesen, die gegen die Hölle kämpfen, habe auch ich diesen Gezeichneten für würdig gefunden. Ich gebe meine Zustimmung und besiegle den Beschluss. Ehrwürdige Mitglieder des Rates, es ist an der Zeit, dass wir mit dem Ritual beginnen. Bei der Macht dieses alten Versammlungsortes, beim Willen der guten Götter und bei dem Vertrauen aller Lebewesen rufen wir euch, den Gezeichneten, auf, euch der Prüfung zu unterziehen und das Übel zu bekämpfen, das unsere Welt im Innersten bedroht. Geht jetzt, Gezeichnete. Geht und erfüllt eure Bestimmung. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen. Es ist vollbracht. Hölle noch einmal, hoffentlich funktioniert es. Flixer, flaxer, flox. Ich wusste doch, das würde lustig werden. Ich muss zugeben, es löst in mir ein gewisses religiöses Gefühl aus. Verdammt, wenn Kroxy verstehen. Mir scheinen, dass wir töten Gezeichneten, nicht segnen. Aber ich kein Fachmann in der Religion. Ich mag Kroxy. Das Töten war das Segnen, du Grünschnabel. Die sterbliche Form des Gezeichneten musste zerstört werden, damit aus seiner Asche der Göttliche auferstehen kann. Verstehen. In Religion töten und segnen dasselbe.
Croxy immer denken, Herr Krieger. In Wirklichkeit Croxy Priester. Dann werden wir also das Ritual zur Beschwörung des Göttlichen abhalten. Ich bin ein Heiler, kein Priester. Am Töten kann ich unter keinen Umständen Gefallen finden. Ich habe keine Ruhe, bevor wir unseren Freund nicht lebend und bei voller Gesundheit wiedersehen. Das werden wir wissen, wenn die Zeit gekommen ist. Fürs Erste müssen wir warten. Falls die Herren Hunger haben, fällt mir bestimmt ein Zauberspruch ein, der uns Speisen beschaffen kann. Hat vielleicht jemand ein Kartenspiel dabei? Ein Festmahl. Was für eine hervorragende Idee. Ich habe mich schon lange darauf gefreut, mich an eurem lebendigen Fleisch zu laben. Arsch! Janos, aber dieser Boden ist heilig. Ihr könnt diesen Ort gar nicht betreten. Und doch tue ich genau das, alter Narr. Hattet ihr geglaubt, euer albernes Ritual vollziehen zu können, ohne dass ich es bemerken würde? Ha! Hinweg, Dämon! Freunde, zu mir! Verschwendet nicht eure kläglichen Kräfte, Zandalor. Eure Zaubersprüche können mir nichts anhaben. Ich bin gewandt und stark geworden, seit ich mich vom Elend der Welt ernähre. Gleich werde ich euch zeigen, wie stark. Aber zuerst möchte ich euch ein paar Freunde vorstellen. Todesritter. Bemerke ich da etwa einen Anflug von Blässe auf eurem Gesicht, Zandalor? Es ist ein wenig kühl hier drinnen, nicht wahr? Fürchtet euch nicht, alter Mann. Gleich wird es spürbar wärmer werden. Ich glaube, es ist an der Zeit, meine Haut zu wechseln. Ah, viel besser. Und jetzt ist es Zeit für unser kleines Tötungsritual. Schaut gut zu, Zandalor. Das wird eine richtige Inszenierung. Meine Getreuen, vernichtet dieses Gewürm. Aber hebt den alten Graubart bis zum Schluss auf. Ich will, dass er alles bis zum letzten Moment auskosten kann. Da kann ich looten. Was? Keine Tränen und keine Klagen für eure sterbenden Kameraden, Zandalor. Was ist los? Waren wir nicht grausam genug? Ich bin enttäuscht. Bei allem, was mir heilig ist, dafür werdet ihr unter Qualen sterben, Dämon. Aber nicht von eurer Hand, alter Mann. Jetzt wollen wir uns mal etwas vertraulicher über unsere Meinungsverschiedenheiten unterhalten. Weiß nicht, wie viel ihr gerade davon seht. Bei mir ist alles umgesprungen. Ich hab's Vollscreen. Ansonsten schneide ich das ein bisschen um. Übrigens das Beschwörungsritual, sie mussten sterben. Ich sehe nicht, ob er es auch gerade nicht mehr. Jetzt springt es gerade wieder um. Herr,
Ich habe etliche Erfahrungspunkte gerichtet und ein Level-Up. Und ich dir sagen, Drox, ich gesehen Drache. Hier gibt's keine Drachen, Garf. Ich gesehen. Sicher hast du was gesehen, aber bestimmt war es kein Drache. Du nicht wissen, du weggelaufen vor Imps. Ich bleiben und töten Imps. Seit wann läuft ein kühner Ork-Priester vor lächerlichen Imps weg, hä? Ich hab dir Rückendeckung gegeben. Kühner Ork-Priester nach Pisse stinken nach Kampf. Und verschämter Hund, ich sollte... Was war das? Garf, beschütze mich! Du Drache? Ihr liegt richtig, ich bin Dante Frex, der rote Drache. Ich hab mich nur... Sehe ich aus wie ein Drache? Du aussehen wie Mensch, aber... Drache Graf, schon mal getäuscht. Du nicht, Drache? Nein, ich bin kein Drache. Was tust du hier? Ich, Drox. Drox. Ich beschütze Drox. Drox, nicht mutig. Viel in Hose pinkeln, wenn Gefahr. Hast du Gold? Und wieso fragst du? Du haben Gold? Ich Bonbons. Wir handeln, ja? Drox, nicht zahlen gut. Was kannst du mir denn so abberieten? Ihr böser Ort sein. Früher guter Ort war Ort. Ich nicht gut mit Worten. Du fragen Drox, er gut mit Worten. Erzähl mir von deinem Pinkeldamm. Er Drox, er mein Meister, er nicht zahlen gut. Nicht guter Meister, er immer Hose pinkeln, wenn Kampf. Zu viel Angst zu sprechen, Zauberspruch. Immer Garf Schweinerei machen. Er mein einzig Freund und Meister, mir verboten über ihn zu sprechen. Gibt es hier irgendwelche Fragen, Drox? Okay. Drox jetzt zurückkommen kann, ist nicht Drache. Gut. Diese Gegend ist auch sicher. Ist nur großer Felsbrocken dort oben. Ja, natürlich. Du hast wohl noch nie von Felsdämonen gehört, oder? Sehr gefährliche Kreaturen. Sei auf der Hut. Garf nur weiß, du schon wieder nach Pisse stinken. So, wir sind jetzt hier auf einer neuen Map. Hier haben wir schon was gesehen, ich weiß nicht warum. Hier unten, das ist auch irgendwie schon alles aufgedeckt. Und nein, ich war es nicht. Aber, kann euch so viel sagen... Wir sind jetzt der Göttliche. Haben einige Erfahrungspunkte gekriegt. Gehen auf Gewandtheit. 5 Punkte. Wir gehen 5 Punkte auf Stärke. Gehen ein bisschen auf Conti noch. Machen wir noch mal ein paar Punkte rein und noch ein bisschen Gewandtheit. Komm. Zack. Haben hier 6 Punkte bekommen. Weil wir im Level krass aufgestiegen sind auf 42. Teleport, göttlicher Tod, beschwört einen göttlichen Angriff, um euren Feind starken Schaden zu fügen. Wir brauchen aber, denke ich, Teleport, Geistgestalt, verlasst eure, wir sind jetzt der Göttliche. Geistgestalt, brauchen wir. Wie wunderbar, herrlich. Das weiß ich. Teleport, nein, Segen des Himmels, beschwört die Götter. Euch Schutz und Stärke gegen diejenigen zu geben, die sich euch entgegenstellen. All eure Hauptcharakterwerte und Resistenzen werden um 20% erhöht. Segen des Himmels dauert 30 Zeiteinheiten. Gut, mehr weiß ich gerade nicht, was wir machen. Also ich wäre eigentlich dafür. Wir haben auch all unser Zeug weiterhin da. Das heißt für uns natürlich erstmal, wir brauchen Killerskorpione. 1, 2, 3, 4. Halt mal kurz die an. Einer ist abgehauen. Wo ist der hin? Ach, hier. Jetzt haben wir 4 Killerskorpione auf unserer Seite. Drox. So furchtbar. Dann lass uns Handel treiben. 9000 Gold, das ist schön. Du kriegst einen geschlossenen Helm von mir. Ansonsten habe ich... alles andere zurückgelassen. Oh, guck mal, ich kann die Smaragde auch endlich mal loswerden.
So, wir müssten eigentlich noch rausfinden, wie es bezaubern geht. Weil, guck mal. Intelligenzbonus. Die würde ich gern kaufen. Wir haben genug Gold. Aber ich würde da gern vielleicht die hier mit den mittleren Bonis wegmachen, die roten. Die ganzen roten sollen mal weg. Aber ich denke, wir haben genug von den höheren. Das ist auch so ein Grund mit, warum ich alles aufgehoben habe. Wir so viel Gold haben mussten. So, wir legen immer noch ein bisschen Gold drauf. So, hast du eine Karte von dieser Gegend? Gibt es Ortschaften in der Nähe? Okay. Wir haben nur noch die Mission, wo bin ich? So, wir sind hier oben und hier soll es eine Ortschaft geben. Tal. Ne, hier ist ein Tal. Ich glaube, hier in dem Tal ist was. So. Wir haben unsere Drachenrüstung. Wir haben eigentlich alles. Wir können uns jetzt hier ruhig mal ein wenig umgucken. Natürlich wieder gucken wir uns alles an. Hier gibt es auch Quests, die man machen kann. Wir sind aber jetzt der Göttliche. So, und als Göttliche? Ah, hier sind wir. Wow, Alter. Ihr macht Schaden, Alter. Die hauen voll ganz schön rein, die Imps. Die machen voll ordentlich Schaden. Wir müssen aber erstmal, glaube ich, hier mal das Tal finden. Wo ist das? Hier. Dann gehen wir halt auch mal dahin. Hier sind wir anscheinend in der Heimat der Imps. Ja gut, ich nehme das schon noch mit, alles, keine Sorge. Bin ich dann da unten? Ich habe meine Teleportersteine noch. Ich habe die Teleportersteine. Was war das? Imp Reiter. Hier gibt es einige Imps. Nehme ich alles mit. Irgendwo muss hier ein Dorf geben. Er hat uns das markiert, hat er gesagt. Oh, guck mal. Da ist noch einer. War das dann hier in dem Tal? Ich glaub schon. Gut. Das machen die Teleskopen noch nicht für uns, für mich. Ist das hier das Tal? Tal. Ich weiß, hier gibt es irgendwo einen Ort. Zandalor, du lebst noch, mein Freund! Zandalor, der Göttliche ist zurückgekommen. Gepriesen seien die Sieben. Kommt! Lasst uns den Kampf mit Ahu zu Ende bringen. So, dass wir ihm unseren Gruß darbringen können. Fluff, fluff, flux, der Göttliche? Flux, dieser Mensch? Ja, Ims müsste melden, Herrinnen, Zauberer kann noch warten einen Tag. Flux noch einmal. Müsste der Kater auch einen Tag warten? Ich hunger. Flack, Flacks. Kater auch. Flinks. Schade, aber göttlich ja zu wichtig für dunkle Herrinnen. Ja, ins Gehen. Da kommen unsere Killerskorpione. Glückwunsch, mein Held. Ihr habt es geschafft. Ihr habt die Prüfung bestanden und seid ohne Hilfe aus dem Reich der Toten zurückgekehrt. So habe ich keine Zweifel mehr, dass ihr der Göttliche seid, von denen die Prophezeiung spricht. Ihr kehrt im letzten Augenblick zurück, mein Freund. Nun kann ich wieder hoffen, dass wir den Sieg davontragen. Was ist das für ein Ort? Dieses faulige Ödland ist alles, was von Yulothgor übrig geblieben ist. Einst der Heimat der stolzen, aber auch fehlgeleiteten Orks. Der Schwarze Ring hat innerhalb wenig in den letzten Monaten erschreckend an Macht gewonnen. Sie sind der Ansicht gelangt, dass sie künftig ohne ihre Verbündeten die Orks auskommen. Sie öffneten die Pforten des Chaos und setzten tausende Dämonen frei. Weint ihr göttlich? Weint ihr Götter? Ein
edles Volk wird aussterben. Weint ihr, Götter? Ach so. Monate? Ich war so lange fort? Oh, ich fürchte eine ganze Weile. Die Uhren laufen anders im Totenreich. Der Rat der Sieben hätte euch eigentlich schon vorher, vor langem rufen sollen. Aber nach eurem Abschied entwickeln sich die Dinge etwas unvorteilhaft. Was geschah auch, nachdem ich weg war? Ich weiß noch immer nicht, wie das geschehen konnte. Aber irgendwie gelang es dem Schwarzen Ring, angeführt von Dämon Janos, in den großen Beratungssaal einzudringen. Nur ich allein konnte den Blutbahn erkennen. Wie konntet ihr entkommen? Aro hat mich gerettet. Unser kleiner Freund bemerkte, dass sich die Sperren, die ihn am Betreten der Beratungssaal hinderten, plötzlich aufgelöst hatten. Ach, Aro konnte auch nicht rein? Er war so klug zu begreifen, dass wohl jemand versuchte, unerlaubt einzudringen. Der Dämon hatte mich in einer magischen Falle gefangen, aber seiner Arroganz kümmert er sich nicht darum, welche weitere Maßnahmen zu ergreifen. So konnte mich Aro dort wegteleportieren, gerade als mich das Ungeheuer verschlingen wollte. Tragischerweise kam Aro aber zu spät, um den Rest der Riemen zu retten. Was ist hier geschehen? Zimmer von Janos. Okay. Schwarzen Ring aufhalten. Ja. Okay. Ah, er teleportiert uns jetzt ins Dorf. Das ist hier. Sag ich doch. Irgendwo ist hier eins. Wir haben jetzt auch eine Quest gekriegt, oder? Beschwörungsritual aufhalten. Ein Geist werden. Gut, das können wir schon. Habe ich ja gelernt. So, das ist jetzt das Dorf hier. Ich muss ehrlich sagen, ich... Kroxy, mein Freund! Du zurück von Tod! Kroxy denken, du sein Gott, ne? Gott, ich weiß nicht so recht. Aber immerhin habe ich mit ihm gesprochen. Nun, das ist großartig. Was, Kroxy? Ich dachte, du wärst tot. Kroxy, nicht sterben so schnell. Und du bist umgefallen, wie vom Blitz getroffen. Haha, genau. Aber Kroxy macht einen Kriegstrick. Kroxy spielen tot. Kroxy wollte den schwarzen Ringkerl näher kommen. Aber sie nicht. Feiglinge sie sind. Wie bist du entkommen? Kroxy warten auf Feind. Aber er nicht kommen. Dann Kroxy hören. Guter Zauberer sprechen mit schwarzer Ring. Weißer Charakter kommen, um Zauberer zu retten. Kroxy springen hoch und fliehen mit beide. Was ist das für ein Ort? Früher war Dorf von Orkstamm. Kroxy Familie früher hier leben. Jetzt alle verschwunden. Aber einziger Ort für Kroxy zu leben. Welche Pläne hast du? Kroxy wollen Rache für Leuten kämpfen. Kroxy wollen erst wollen Rache von Leuten. Dann Zauberer und Katze sprechen zu Kroxy. Nun, Kroxy denken. Besser mache ein sicherer Ort hier. Orks fliehen vor Imps. Können kommen her. Aber mache einen neuen Stamm. Ein sicherer Ort? Aber was willst du hier tun? Kroxy, jetzt leben in alte Familienhaus. Kroxy finden Waffen. Kroxy reparieren Waffen. Dann Kroxy jagen Imps. Töten Imps. Nehmen Waffen weg und verkaufen Waffen an gute Leute. Du guter Mensch. Kroxy, machen guten Preis für Kroxy, Freund. Wohnen denn noch andere Orks dagegen? Kroxy nicht wissen. Kroxy hoffen, aber du vorsichtig. Nicht alle Orks wissen, du Kroxy Freund. Nicht alle Orks wissen, schwarzer Ring schlecht. Was hast du anzubieten, mein Freund? Tränke. Ich könnte echt ein paar Magietränke brauchen. Ich nehme vor allem die Super Magietränke. Ich könnte aber auch... Was ist das? Grauer Trank. Keine Ahnung, was ist. Kroxy guter Freund. Ohne Geistresistenz interessiert uns wenig. Interessiert uns auch nicht, wir haben die Drachenpanzer. Die Drachenrüstung. Und Drachenrüstung. So. Amulett interessiert uns nicht. Uns interessiert eigentlich gar nichts. Hast du Killerskorpione? Vielleicht hast du auch nicht. Kroxy. Krox enttäuscht. So, 10.000 Gold. Hier. Du Kroxy. Komm zurück, wenn Kroxy Freund mehr brauchen. Mach ich, mein Freund. Er hat auf jeden Fall hier einen Laden aufgemacht und er jetzt hier leben. Kroxy, guter Mann. Ich mag Kroxy. Mag ihn echt. So, das ist jetzt das Dorf hier. Ich würde sagen, wir erkunden das Dorf erstmal. Und hier schaut es sehr wüst aus. Also hier ist viel kaputt. So, Zandalor, mein Freund. Hallo, Zandalor. Okay, wir haben die Geistgestalt schon. Wir könnten schon direkt runter.